Certainly. Ja, toll, so öffnen wir also den Ausgang. Schweigt, störe die Lehrlinge nicht. Du siehst kein Schlüsselloch in der Tür. Von hinter der Tür dröhnt jedoch eine Stimme hervor, als würde ihr Besitzer direkt vor dir stehen. Der Meister erwartet einen würdigen Schüler. Soll die Schülerin, die einen Zauber perfektioniert und die Lektion ihrer Mitschüler gesammelt hat, ihr Begehr äußern? Nein, noch nicht. Okay. Dann gehen wir als nächstes in das Labor da oben rein. Zauberstäbe, okay. I'm here. Tach. Watch it. Distract me again and you're like to lose an eye. Sieh dich vor, lenkst du mich noch einmal ab, verlierst du ein Auge. Selbst als sie mit dir spricht, sieht ihr Maula dich nicht an. Sie blickt auf eine Reihe von Waffen, die auf einem Tisch liegen. Bist du nicht besorgt wegen der Belagerung? Council Hot hasn't even bothered to come out of his study since the attack started, so why should I worry? Sie grinst und schüttelt den Kopf. Konsul Hautz hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, sein Arbeitszimmer zu verlassen, seit der Angriff begonnen hat. Warum sollte ich mir da also Sorgen machen? Need something? I'm still busy here. Kann ich dir helfen? Ich bin immer noch beschäftigt. Sie legt einen Dolch auf eine Waage und macht sich eine Notiz auf dem Pergament neben sich. Ich bin überrascht, dass ich mich hier so frei bewegen darf. If Consul Hot didn't want you here, you'd have known it the moment you came down those stairs. And then you'd be dead. If you were lucky. Wenn Kanzler dich nicht hätte hier haben wollen, hättest du es gemerkt, sobald du die Treppe herunterkamst. Uariki hält inne und dann wärst du tot mit etwas Glück. Was machst du? Cataloging weights, centers of gravity, controlling a 3.5-foot blade in the air is harder than it looks. Das Gewicht katalogisieren, den Schwerpunkt, eine dreieinhalb Fuß lange Klinge in der Luft zu kontrollieren, ist schwerer als es scheint. Sie balanciert ein Schwert zwischen ihre Zeigefingern und macht sich eine Notiz. Wer ist sonst noch in Krekold? Aside from me, there are three other apprentices working on their own projects. I don't know anything about Sobel or Peldon, but stay away from Tanos, the Vithrek. There's something about him I don't trust. Außer mir gibt es noch drei weitere Lehrlinge, die an ihren eigenen Projekten arbeiten. Ich weiß nichts über Sobel oder Peldon, aber halte dich von Tanos fern. Dem Vithrak. Irgendwie traue ich ihm nicht über den Weg. Erzähl mir etwas über Konzelhaut. He's not someone you want to cross or disappoint. You know, I really should get back to work. Sie kann sich mal im Verkopf. Man sollte sich nicht mit ihm anlegen oder ihm enttäuschen. Weißt du, ich muss jetzt wirklich wieder an die Arbeit. Ich will deinen Teil des Schlüssels. That filthy spider put you up to this? He's using you, you know. Thinks he can control you like one of his mindless puppets. Sie zeigt eine Reihe scharfer Zähne. Diese dreckige Spinne hat dich angestiftet. Er benutzt dich nur, weißt du. Er glaubt, er kann dich kontrollieren wie seine willenlosen Marionetten. Ihre Augen huschen von den Waffen auf ihrem Arbeitstisch zu dir. Tell you what, you help me instead, and I'll give you whatever he's offered plus a little extra. Deal? Ich sag dir was, du hilfst stattdessen mir und ich gebe dir was er dir angeboten hat und noch ein bisschen mehr. Abgemacht? Also schön. Good. Come back when you've got the other pieces of the key. Die angespannten Schultern lösen sich. Gut, komm wieder, wenn du die anderen Schlüsselteile hast. Ich habe einen Teil des Schlüssels zu Konstanz Gemächern gefunden. That's a good start. Let me know when you found the rest and I'll give you my piece. Das ist ein guter Anfang. Sag mir Bescheid, wenn du den Rest gefunden hast, dann gebe ich dir meinen Teil. Wiedersehen. Also ja, im Allgemeinen ist sie mir schon mal etwas sympathischer, weil sie
spezialisiert sich auf lebendige Waffen und nicht auf die Versklavung von irgendwelchen armen Säuen. Hello. Und sie ist kein Vitrak. Gucken wir mal, was uns hinter Tür Nummer 3 erwartet. Die erste war ja nicht sonderlich freundlich. Ah, er züchtet also die Alghuls. I'm here. I'm here. Das Laboratorium stinkt nach feigem Fleisch, aber der Elf scheint das gar nicht zu bemerken. Er ist damit beschäftigt, Notizen in einem kleinen Buch zu kritzeln und blickt nicht mal auf, als du dich näherst. Als dein Schatten über seine Seite fällt, runzelt der Dame die Stirn. Stand back, Ghoul. I'll summon you when I have need of you. Tritt zurück, Ghoul. Ich rufe dir, wenn ich dich benötige. Er deutet in eine dunkle Ecke des Laboratoriums. Entschuldige mich. Schlag nicht wieder diesen Turm mit mir an. Wenn du es sagst, aber willst du nicht wissen, wie ich mir das Sprechen beigebracht habe? Ich kann mir das nicht verkneifen. Endlich blickt er auf, zu dir auf, überrascht und verstört. Effigy's eyes. Who are you? Beim Bildnis, wer bist? Er schüttelt den Kopf und wedelt mit seiner Hand, wobei er dich fast mit seinem Stift kratzt. I don't have time for this. Get out of here and leave me to my work. Ich habe keine Zeit. Verschwinde und lass mich in Ruhe arbeiten, ja? Er wendet sich wieder seinen Notizen zu, bevor du überhaupt antworten kannst. Diese Ghouls sind anders, ruhiger und weniger verfault. I should hope so. I've been trying to stabilize them, prevent them from decaying further. Das will ich hoffen. Ich versuche seit einer Weile, sie zu stabilisieren, ihren Verfall aufzuhalten. Er blickt dich aus dem Augenwinkel an. Of course, the process is not yet complete. Natürlich ist der Prozess noch nicht abgeschlossen. Kannst du mir etwas über Konzelhaut sagen? Er blickt lange genug auf, um dir einen misstrauischen Blick zuzuwerfen. If you've never studied his repertoire of spellwork, never read of his accomplishments in Maester Albenna's histories of modern magic, and somehow missed the small army he's held back outside, then no, I don't know what to tell you. Wenn du nie sein Repertoire an Zaubern studiert hast, nie Maester Albenas Geschichten der modernen Magie von seinen Leistungen gelesen hast, also eben Maester Albenas Geschichten, und irgendwie die kleine Armee übersehen hast, die er draußen abgewehrt hat, dann nein, da weiß ich nicht, was ich dir sagen soll. Except that he's a powerful wizard with little patience. Außer, dass er ein mächtiger Zauberer mit wenig Geduld ist. Er leckt sich den Daumen und blättert eine Seite um. Was weißt du über Krakholz? Why must you bother me with such inane questions? Go interrupt one of the other apprentices. Their time is much less valuable than mine. Warum musst du mich mit solchen törichten Fragen belästigen? Geh einen der anderen Lehrlinge stören. Ihre Zeit ist weitaus weniger wertvoll als meine. Thanos will dich tot sehen. Hopeless fraud had to send you to waste my time. Fine. Der Zauberer murmelt. Und dieser hoffnungslose Betrüger schickt dich, um meine Zeit zu vergeuden. Also gut. Er schlägt sein Buch zu und hebt eine Hand, eine Beschwörung bereits auf den Lippen. What? Durens, Kugel. Yes. Alof, auch wenn so ein Dreieck trifft, dann ist mal ein guter Fall für einen Feuerball. Following your lead. Kana, Ogre. So. Der war auf jeden Fall zu arrogant. Überwachungsring, Schaden verringern, Halskette der Feuerbälle, okay. Helden, du bist der talentierteste meiner Lehrlinge, aber dein Verständnis ist lediglich eine Seite aus den Büchern des Wissens, das ich erlangt habe. Zügle deinen Stolz, bis du ihn dir verdient hast. Keine Schwäche ist tödlicher. Ich kann fast sehen, wie deine Hände zittern und dein Gesicht errötet, als du diese Worte liest. Du glaubst, du wärst mein würdiger Schüler, weil du ein paar einfache Zauber gemeistert hast? Ich habe den Parasitenstab geschaffen, als ich halb so alt war wie du.
Und während ich gearbeitet habe, haben meine Kameraden Pläne gegen mich geschmiedet. Vorerst hast du die anderen hinter dir gelassen, aber sie werden sich gegen dich zusammenrotten, wenn du ihnen einen Grund dazu gibst. Übergehe dein Können durch Fehler. Verstecke deine Boshaftigkeit hinter einem Lächeln. Opfere deine Eitelkeit einige wertvolle Jahre lang, auf das du lang genug überlebst, um dir den Titel Zauberer zu verdienen. Da ist auch nichts drin, was wir nicht schon können. Uariki hat mir ein Gegenangebot gemacht. Wenn ich Thanos statt ihr töte, gibt sie mir einen Teil ihres Schlüssels. At once. Keep an eye on. Die Kreatur in diesem Tank bewegt sich nicht. Die Kreatur in diesem Tank bleibt stehen, doch ihre Augen verfolgen dich, als du dich näherst. Ja, er ist mir eigentlich auch nicht sympathisch, weil er macht Leichen, also Ghule. Eine Kreatur in der Größe eines Armors schön in diesem Tank. Ihr Fleisch ist verschrumpelt und grau. Die Kreatur in diesem Tank bewegt sich nicht. Das ist Forschungsnotizen. Als würde ich Notizen zu meinen Experimenten einfach so herumliegen lassen. Aber wenn ihr das hier schon lest... Uariki, wenn sich noch einmal eine von deinen Waffen hier hinein verirrt, behalte ich sie. Sabel, ich habe noch nie mit dir geredet, da behalte dich trotzdem aus meinem Laboratorium fern. Thanos, ich bezweifle, dass du überhaupt lesen kannst, aber ich verfüttere deine Lakaien an meine Versuchsobjekte, wenn ich das nächste Mal einen erwische, wie er vor meinem Laboratorium herumlungert. Not sure how I feel about this. Und hier ist auch nichts Besonderes drin. Okay. Das heißt, wir haben alle drei Laboratorien abgeklappert. Oder alle vier. Jetzt müssen wir uns noch entscheiden. Gegen wen wir hier kämpfen wollen. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob die Leibeigenen wieder normal... Also allein schon das Ding hier an der Wand sieht nicht danach aus, als möchte ich mit ihm sympathisieren. Die Haut der Leiche ist abgezogen worden und wird durch ein dickes, zähes Netz festgehalten. I'm here. Nee, eigentlich will ich dich nicht. Mensch, Bessie kehrt zurück, blinkt Schlüsselteile, ja? Ich habe bei den anderen Lehrlingen seltsame Notizen gefunden. Ja, Schlüsselteil für Meisters Tür. Thanos Kiefer klackert und klicken hektisch. Finde alle Schlüsselteile von allen anderen Lehrlingen. Dann Thanos gibt letztes Schlüsselteil. Der Vitrak zischt fröhlich und schwankt ein wenig. Angreifen, ich nehme mir jetzt dein Schlüsselteil. Vitrak zischt. Nein, hinterhältige Bestie. Das macht mich hoffentlich nicht aggressiv oder so. Nö. Ja, ich bin stoisch drei geworden mittlerweile. Yes. How may I help? Lava will be on seek. Also nein, die Vitak zu töten, das reicht leider nicht. Die sind alle komplett hirnlos. Da habe ich ja nur die Möglichkeit, sie von dem Leid zu erlösen. I'm here. So, was haben wir hier? Willensbrecher, okay. Kann nur verwendet werden von Waldläufern. Wir haben keinen Waldläufer. Dornenkranz, guter Kriegsbogen. Ja.
Thanos, mehr als alles andere hast du einen Part gewählt, der zu deiner natürlichen Stärken passt. Dein Verstand ist ein Labyrinth. Du nutzt ihn, um nicht nur deine Leibeigenen zu fesseln, sondern auch deine Mitschüler. Sie bemerken es nicht, weil sie dich ansehen und nur ein Tier sehen. Deswegen warne ich dich nur ein einziges Mal. Solltest du deine Spielchen auch mit mir versuchen, werde ich Pelden deine Leiche vorwerfen. Ich spüre die Gedanken deines Verstandes so genau wie eine Unruhe in deinem Netz. Wie du eine Unruhe in deinem Netz spüren würdest. Du würdest mich ebenso bereitwillig ersetzen, wie du mir folgen würdest. Doch die erste Verteidigung eines jedes Zauberers ist ein beschützender Verstand. Und ich hatte Jahrhunderte, um den meinen zu stärken.